Flipped Classroom oder wie man Vorlesungen umdreht. Ich habe mir erlaubt, meinen Vortragstitel zu ändern. Aber nur leicht, ja. Und zwar Flipped Classroom, MOOCs und Co. Chronologie eines Aktionsforschungsprojekts. Mit der Folge im Hintergrund, ich mache gerade ein Seminar in Master Bildungswissenschaften zum Thema Aktionsforschung und die Studenten haben gemeint, oh, das wäre mal schön, so ein Beispiel zu sehen. Dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ja, ich müsste ja eigentlich mal mein Aktionsforschungsprojekt Verbesserung der Mathematikvorlesung, das ich jetzt mehrere Jahre lang durchführe, mal chronologisch darstellen. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem heutigen Tag, weil es ja auch darum geht, nicht einfach nur irgendwelche Lehrkonzepte blind zu übernehmen, sondern sie an den eigenen Kontext anzupassen, zu reflektieren, zu schauen, wie funktioniert das, zu modifizieren, eigene Konzepte zu entwickeln. Und da passt Aktionsforschung als Ansatz wunderbar. Und deswegen zeige ich euch mal kurz, was Aktionsforschung ist. Grundprinzip ist total easy. Ja. Man hat ein Problem. Also beispielsweise stellt man in seiner Lehre fest, dass irgendwas nicht funktioniert, was funktionieren sollte. Dann analysiert man erstmal die Situation, überlegt sich, was könnte ich tun, stellt einen Plan auf, tut's und reflektiert's. Ne? Hat's geklappt? Was hat geklappt? Wie hat's geklappt? Was muss man anders machen? Und da dann in der Regel hier noch nicht alles in Ordnung ist, geht man nochmal einen Anfang zurück und geht in so einen Zyklus rein, ne? Und muss nochmal analysieren, was funktioniert jetzt, was funktioniert noch nicht, was kann ich tun und so weiter und reflektiert wieder und so weiter und so weiter. Das ist ein Prozess, der in der Regel sehr lange dauert, weil man eben immer wieder und immer wieder und immer wieder das Ganze optimieren muss. Ein Ansatz, der recht ähnlich ist vom Begriff, aber mittlerweile besser gefällt, ist Design-Based Research. Das hat eher weniger den Fokus, ich habe ein Problem, das ich lösen will, sondern ich möchte eine Innovation entwickeln, ich möchte etwas erstellen, ich möchte designen. Und das ist von den Begriffen her so ähnlich. Ne? Ich stelle jetzt keinen Handlungsplan auf, sondern ich designe irgendwas, ich implementiere es, ich evaluiere es und dann gehe ich ins Redesign rein. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar, warum ist das Ganze wissenschaftlich oder wo kommt die Wissenschaft hier rein? Unter anderem in der Planung, denn die Planung mache ich nicht einfach irgendwie, ja, so aus dem Bauch raus, sondern anhand von Theorien, Modellen, bisherigen empirischen Befunden. Das heißt, ich muss mich in der Wissenschaft auskennen, im Wissenschaftsbereich, in dem ich das umsetzen möchte. Und es kommt rein bei Situationen analysieren und bewerten, reflektieren, nämlich ich muss ja irgendwie Daten gewinnen und mit Hilfe irgendeiner Methode Informationen gewinnen über, wie hat es gewirkt und wo ist das Problem. Und da kann man das sozusagen die gute Message bei Aktionsforschung alles nutzen, was hilft. Ja, also es gibt sozusagen keine Regel, es gehen nur diese Methoden, sondern ich nehme die Methoden, von denen ich der Meinung bin, dass ich am besten Informationen über meine Situation gewinnen kann. So. Jetzt zeige ich, wie ich über mehrere Jahre hinweg das Ganze, diesen Ansatz verwendet habe, um meine Vorlesung zu optimieren. Also Ausgangspunkt ist die Mathe-Vorlesung. Hier typischer Raum, ne? 200 Leute drin und einer steht vorne und erzählt. So. Problem 1 war abgehängt werden. Das ist ein typisches Problem in Mathematikvorlesungen. Man hält eine Vorlesung, 90 Minuten, und von den 200, die drin sitzen, sind nach 15 Minuten 150 abgehängt. Ja, so. Und die melden sich aber nicht und sagen, bitte langsamer oder bitte nochmal oder so, sondern man macht vorne einfach weiter und diejenigen, die abgehängt sind, die schreiben mit und versuchen irgendwie zu überleben. Ja? Also die schreiben mit, um einigermaßen Überblick zu behalten, was war dran, ohne es verstanden zu haben, um dann im Nachhinein zu Hause nochmal zu wiederholen. So. Damit war ich eigentlich immer relativ unzufrieden. Langsamer machen hilft auch nicht, weil es gibt natürlich auch welche, die sind schneller und haben es verstanden, die langweilen sich dann. Ne? Ja, was kann man in der Situation machen? Und in der Situation hat mir zufälligerweise Michael Gieding, der ebenfalls hier Mathematikdozent ist, vorgestellt, was er in seiner Geometrieveranstaltung macht, nämlich einfach seine Vorlesungen von einer studentischen Mitarbeiter aufzeichnen lassen im Hörsaal und auf YouTube hochladen. Und das fand ich eigentlich eine gute Idee, denn damit kann jemand, der vormittags in der Vorlesung etwas nicht verstanden hat, nachmittags nochmal reingucken. Das ist ganz einfach, einfach nochmal reinschauen zu dem Punkt, den ich nicht verstanden habe. So, ich gehe mal kurz diesen Aktionsforschungsteil nochmal durch, um nochmal deutlich zu machen, was passiert jetzt. Also ich habe das Problem erkannt und habe eine Idee. Ich könnte Vorlesungsvideos nutzen, um diejenigen zu unterstützen, die etwas nicht verstanden haben. Dann muss ich mich natürlich mit Theorie und Empirie zu Vorlesungsvideos befassen, ne? Und das Ganze planen und entsprechend durchführen.
Also, das klingt jetzt ein bisschen idealistisch gesprochen. Und natürlich habe ich mich jetzt nicht hingesetzt und gelesen und dann durchgeführt, sondern das ist alles so ein Prozess, das läuft so ein bisschen parallel. So, ich habe also Vorlesungsaufzeichnungen angefertigt aus meinen Vorlesungen. Und zwar wirklich total easy. Ein studentischer Mitarbeiter steht im Raum mit einer Videokamera, zeichnet auf. Nachmittags wird ohne große Postproduktion einfach geschnitten in 10, 15 Minuten Häppchen auf YouTube hochgeladen, fertig. Kein Aufwand für mich. Ich habe einfach die Vorlesung gehalten. Ein studentischer Mitarbeiter, relativ wenig Kosten pro Semester und dann stehen die Sachen bereit und können genutzt werden. Und ich zeige einfach mal ein Beispielvideo, um deutlich zu machen, wie das Ganze aussieht. So, hier haben wir also bewiesen, haben wir es bewiesen, wir haben es direkt bewiesen. Ja, wir haben direkt bewiesen, indem wir auf der einen Seite anfangen, hier bei einer Gleichung, auf der einen Seite anfangen, Axiome, Definitionen und so weiter verwenden und auf der rechten Seite rauskommen. So, ist die Gleichheit gezeigt. Das geht aber leider nicht immer so einfach. Gucken wir mal Folgendes an hier: zu zeigen. Für alle n vom Typ n0 gilt 0 plus n gleich n. Was soll das denn? 0 plus n gleich n. Hier steht doch n plus 0 gleich n. Ein Nachteil, wenn man Dinge auf YouTube, Aufzeichnungen auf YouTube stellt, ist, dass man Jahre später denkt, um Gottes Willen, wie habe ich damals ausgesehen? Ja. Okay, aber es hat trotzdem seinen Zweck erfüllt und wir haben natürlich auch Studenten. Achso, vielleicht hier noch ein Hinweis, genau. Das Ganze ist dann öffentlich im Netz als Open Educational Resource. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Signal, hier in der Lehramtsausbildung Dinge zu produzieren und dann frei zur Verfügung zu stellen anderen. Ja, natürlich muss man jetzt im Rahmen von Aktionsforschung auch gucken, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Und da war immer ein sehr, sehr guter Kontext der Studiengang E-Learning und Medienbildung, LMAP an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, weil die Studierenden dort auch Anwendungs- und Forschungsprojekte durchführen müssen. Und unter anderem haben wir hier in einem Forschungsprojekt, war das, glaube ich, mit Julia, damals Werner, heute Mütter, und Maike Fischer auch Studierendenbefragungen durchgeführt. Wie finden die Bereitstellung von den YouTube-Videos? Und ganz viele Daten erhoben und so weiter, aber das Hauptfazit war das hier, ja. Die Vorlesungsvideos helfen mir in meinem Lernprozess und die allermeisten haben gesagt, ja, trifft zu. Also die Studentenbewertung war im Wesentlichen positiv gewesen. Ja, ist klar. So. Am Ende des Semesters war ich aber nicht zufrieden. Also das war ganz gut, es gemacht zu haben. Aber es gab immer noch ein Problem, mit dem ich mich herumgetragen habe, nämlich mit der Inkohärenz von dem, was ich sage und dem, was ich tue. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen 90-Minuten-Vortrag über selbstentdeckendes Lernen gehalten hat. Ja? Ich habe es schon mal gemacht, in meiner Didaktikvorlesung wird 90 Minuten Frontalunterricht gemacht über das Thema haltet keinen Frontalunterricht. Ja? Und gerade in der Lehramtsausbildung stößt einem das natürlich auf, ne? Dass man sozusagen andere Dinge erzählt, als man tut. Und dann sagt man, ja, in der Vorlesung kann ich halt nicht anders, weil was soll ich mit 200 anders machen und so, ne? Das stimmt natürlich nicht. Das war immer unbefriedigend gewesen. Und an dem Zeitpunkt, an dem Punkt habe ich überlegt, okay, das würde ich gerne lösen. Und bin auf den Gedanken gekommen, ich kann es jetzt lösen, weil ich die Vorlesungsvideos habe. Also warum soll ich denn den Vortrag nochmal halten, wenn ich es auf Vorlesungsvideo habe? Eigentlich brauche ich die Vorlesung ja gar nicht mehr halten. Die Vorlesung gibt es ja online, kann sich jeder zu jeder Zeit überall angucken. Also brauche ich den nicht mehr halten, den Vortrag. Und damals bin ich auf die Idee gekommen, Folgendes zu machen, die Studenten zu bitten, schaut doch bitte die Vorlesung in Vorbereitung auf die Vorlesung. Kommt dann vorbereitet und dann haben wir den Raum, gemeinsam über Fragen, Probleme zu diskutieren, bestimmte Aspekte vertieft anzusprechen und so weiter. Also die Zeit, die wertvolle gemeinsame Zeit dafür zu nutzen, wofür sie am besten geeignet ist, nämlich für Interaktion und Austausch. So, das war so eine Idee gewesen. Darüber habe ich geblockt. Will ich dazu auch noch was sagen? Ich habe einen Webblog, in dem ich reflektiere. Reflexion ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Aktionsforschung, also selbst zu schauen, was habe ich gemacht, was könnte ich besser machen. Und das Ganze, wenn man es in Webblog-Form macht, kann man natürlich auch offline machen, im Tagebuch und so, aber wenn man es in Webblog-Form macht, hat man die Chance auch, dass andere darauf reagieren können und einem gute Anregungen geben können. Und das ist genau da passiert. Ich habe gesagt, oh, ich würde das gerne machen hier, meine Vorlesung umdrehen sozusagen. Und dann kamen die ersten Kommentare, gibt es schon, habe ich schon gesehen. Hier, guck mal, Flipped Classroom, Inverted Classroom, Konzept, da gibt es Texte, Artikel und so weiter. Und dann bin ich sozusagen durch meine
Aktivität hier online auf überhaupt auf Flipped Classroom aufmerksam gemacht worden. Das war natürlich großartig. Das Grundprinzip ist ganz einfach erklärt. Im Traditional Classroom kommen alle zusammen, um sich gemeinschaftlich in den Rezeptionsmodus zu versetzen und Input zu empfangen, um dann alleine zu Hause zu sein. Also Klassiker, wenn man es mal auf den Schulunterricht überträgt, ja, klassischer, traditionellster Schulunterricht, 30 Schüler kommen in die Klasse, der Lehrer erzählt was, führt was vor, dann gehen die Kinder nach Hause, müssen Hausaufgabe machen, Aufgabe 1 bis 3, A bis F. So. Problem ist, Aufgabe 1a weiß man schon nicht so genau, wie es geht. Ja, Eltern können auch nicht mehr helfen, also schreibt man ab. So, das ist so ein Klassiker. Ne? Inverted Classroom dreht das Ganze rum, nämlich Input ist besser alleine. Input beschäftige ich mich besser alleine, also mit Videos oder Texten und so weiter lese ich alleine in meinem eigenen Tempo. Ich schaue die Videos an, kann Pause drücken, zurückspulen, stoppen, morgen weitermachen und so weiter. Pause machen, immer 10 Minuten was zu durchdenken, um dann weiterzumachen. Also diese Möglichkeiten habe ich. Input lieber alleine, Aktivität lieber zusammen. Dort werden die Aufgaben gelöst und dann kann man als Dozent nämlich auch rumgehen und helfen. Die Studenten können sich gegenseitig helfen. Also zu performen anschließend und die Kompetenzen sozusagen in der Durchführung der Prozesse zu entwickeln, da ist es besser, wenn man zusammen ist und nicht alleine. Gut, das habe ich gemacht. Und ja, das erste Problem, das man sozusagen sehen kann an der Stelle, also wäre Problem Nummer 3, und was auch alle immer fragen an der Stelle ist, machen die das denn? Also das hier, ja? Bereiten die sich vor? Könnt mir annehmen, tun sie gar nicht, ne? Witzigerweise habe ich dieses Problem nie erlebt. Es waren immer die meisten vorbereitet, also so. Gefühlt 80%, einmal evaluiert auch 80%, also ungefähr alle. Ja. So, warum? Weil ich vielleicht zufälligerweise gleich einen ganz guten Ansatz gewählt habe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das immer funktioniert. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer. Bei mir hat es funktioniert. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Ganze in den Kontext der Selbstverantwortung gestellt. Und zwar komplett. Auch ganz Lehramt 2011 konform sozusagen. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Selbstverantwortung, ja. Ich tue jetzt mal so, als seid ihr meine Studenten im ersten Semester, erste 10 Minuten der Vorlesung, also dort, wo man normalerweise organisatorisches lehrt, welche Bücher und so weiter. Herzlich willkommen zur Mathematikvorlesung, Einführung in die Mathematik 1. Ist keine normale Vorlesung, also ich halte hier keine Vorlesung, sondern ich habe Vorlesungsvideos produziert und die stehen alle online. So, also alle Vorlesungsvideos stehen online, alle Materialien, alle Aufgaben, alle Lösungen kriegt ihr heute, jetzt und hier. Von mir das gesamte Paket. Das heißt, ihr braucht nicht mehr wiederkommen. Ihr könnt am Ende des Semesters die Klausur schreiben und euch selbstständig mit diesen Materialien vorbereiten. So, jetzt hat vielleicht der ein oder andere ein bisschen Angst oder Sorge, dass es schafft. Ne? Keine Sorge, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich gebe euch jede Menge Unterstützung. Ein Unterstützungsangebot ist die Vorlesung dienstags vormittags um 8.15 Uhr, wo ich anwesend bin, um mit euch eure Fragen zu besprechen. So, das macht natürlich nur Sinn, wenn wir alle zusammenkommen, wenn wir uns auf dasselbe Thema vorbereitet haben, damit wir über dieselbe Sache sprechen können. Also, ich sage euch immer in der Woche vorher, nächste Woche Dienstag sprechen wir zu dem und dem Thema und dann kommt ihr und dann besprechen wir das. Wer das nicht nutzen möchte, das Angebot, kein Problem, keine Anwesenheitskontrolle, ihr braucht nicht kommen. Wer es nutzen will, muss vorbereitet sein, ansonsten bringt es nichts. Und das hat sofort funktioniert, komischerweise. Ich kenne auch Dozenten, da hat es nicht funktioniert, die arbeiten dann mit anderen extrinsischen Motivatoren, im Sinne von, es gibt dreimal im Semester einen unangekündigten Test, der abprüft, womit man sich vorbereitet hat, und damit kann man Sonderpunkte kriegen für seine Klausur oder irgendwas. Ja, ich meine, okay, warum nicht, kann man auch machen. So, Problem 4, das war schon ein etwas größeres Problem. Was mache ich jetzt eigentlich mit 200 Studenten im Raum? Also, okay, klar, die Idee ist super, dann kommen wir zusammen und reden miteinander und interagieren, aber 200 Studenten, hallo, das ist viel. Ja? Also, was mache ich denn mit denen? Und ja, da habe ich jetzt über mehrere Semester hinweg Methoden aufgegriffen von anderen, entwickelt, übertragen, angepasst. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Also, in erster Linie ist natürlich klar, man kann ein Unterrichtsgespräch führen. Das funktioniert immer. Ja, 200 Studenten, alle müssen ruhig sein, man vorne selbst führt ein Unterrichtsgespräch und führt nichts vor, sondern greift die Aspekte auf, die genannt werden und trägt in der Tafel zusammen und lässt die Studenten mehr oder weniger untereinander diskutieren und man selbst moderiert das. Das verwende ich zum Beispiel am Anfang in der Fragerunde. Am Anfang macht man eine Fragerunde, um alle Fragen aufzugreifen, die in der Vorbereitungsphase aufgetaucht sind, das ist klar. So, habe ich auch erst falsch gemacht, ich habe alle Fragen aufgeschrieben.
und alle Fragen beantwortet, auch gleich beantwortet und so, dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und die einen langweilen sich, wenn da einer eine Frage gestellt hat, die sowieso alle wissen, nur er selbst nicht und so. Deswegen mache ich es jetzt folgendermaßen: Ich komme rein und sage, also alle bitte mal alle Fragen rausholen, die ihr hattet und nennt die mal. Und dann schreibe ich sie erstmal nur an die Tafel. Ich schreibe alle Fragen an die Tafel, stichpunktartig. Und dann gehe ich alle Fragen nochmal durch und sage, okay, wer von euch hat auch Frage 1, wer von euch hat auch Frage 2, wer 3, dann melden sich alle. Dann kann man feststellen, ah, welche Fragen haben viele, welche haben nur wenige. Und dann werden nur die beantwortet, die die meisten haben oder viele haben. Die Fragen, die nur wenige haben, die können dann im Tutorium geklärt werden. Ja? Also so schaffe ich sozusagen im Plenum nur wirklich die Dinge zu besprechen, die wirklich auch viele beschäftigen. Und im Übrigen haben dann diejenigen, die nicht vorbereitet sind, auch keine Chance. Also ich komme nicht rein und frage, wer hat sich vorbereitet, wer hat das Video geschaut, wenn ich das mache, ist sofort tot. Das Konzept gestorben, weil keiner bereitet sich mehr vor. Auch nichts wiederholen, sondern davon ausgehen, alle haben sich vorbereitet und gleich fragen, welche Fragen gibt es? Und die, die sich vorbereitet haben, die nennen ihre Fragen und beantworten sie sich gegenseitig. Und die, die sich nicht vorbereitet haben, haben überhaupt keine Chance, da irgendwo tätig zu werden oder was mitzubekommen und zu verstehen. Wird diejenigen, die sich nicht vorbereiten, relativ schnell klar, dass es nicht sinnvoll ist. Ja? So, dann eine Methode, ganz alte Methode, Think Pair Share, die eigentlich Listen Think Pair Share heißt, wenn man in den Originalartikel reinschaut, der verdammt schwer zu kriegen ist. Wahrscheinlich referenzieren dann alles auch eben falsch unter dieser Methode, weil man den Artikel eben nicht bekommt. Das ist eine Methode, die funktioniert wunderbar in großen Gruppen, wenn man eine Frage stellt. Also zum Beispiel im Unterrichtsgespräch hat man eine Frage und man stellt eine Frage in den Raum und keiner antwortet. Ganz normal, weil ja, man muss ja über die Frage nachdenken, man muss Antwortmöglichkeiten im Kopf durchgehen, man muss sich für eine Antwortmöglichkeit entscheiden, man muss sich trauen zu melden, es vor 200 Leuten zu sagen. Das dauert Zeit. Ne? 20 Sekunden, 30 Sekunden, keine Ahnung. Die Zeit wartet aber niemand vorne. Man stellt eine Frage, dann meldet sich keiner, dann formuliert man die nochmal um und dann beantwortet man sie selbst. Ja? Und dann denkt man, die sind heute alle so eingeschlafen, so müde. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass die Leute irgendwie müde sind, sondern es hängt damit zusammen, dass einfach die Großgruppensituation nichts anderes bewirkt als das. Was macht man? Man stellt die Frage, also stellt eine Frage, zum Beispiel am Anfang eine aufgeschriebene Frage, wer hat eine Antwort? Keine Antwort kommt. Okay, Moment, 5 Minuten mit Nachbarinnen, Nachbarn drüber diskutieren, Ideen aufschreiben. Dabei rumlaufen und schauen, was so aufgeschrieben wird. Dann kriegt man einen Eindruck davon. Und dann kommt man davor und sagt, okay, wer von euch hat jetzt eine Idee? Und dann hat man sich mit dem Nachbarn ausgetauscht und man wird mutiger, sich zu melden, weil man festgestellt hat, die Frage, die ich habe, die hatten auch die anderen um mich herum und dann kann ich mich schon melden und die Frage stellen. Und wenn sich keiner meldet, hat man selbst ja einen Eindruck gehabt beim Rumlaufen und kann vielleicht mal in ein paar Ecken schauen und sagen, ihr hattet doch eine gute Idee, könnt ihr die mal vorstellen? Gut. Dann als Methode, will ich gar nicht näher darauf eingehen, aktives Plenum. Das ist eine Möglichkeit, dass Studenten diesen Diskussionsprozess moderieren. Also die rechnen nicht vor, sondern sie ruft nur auf und er schreibt nur an die Tafel und sie hier, die Gruppe, muss sozusagen die Lösung beitragen. Und der Dozent ist hinten aus dem Blickfeld. Das schafft sozusagen eine Situation, in der man sich noch eher traut, mal was beizutragen, von dem man nicht so richtig sicher ist. Stimmt. Neueste Entwicklung: Hörsaalspiele. Das macht Spaß, insbesondere auch um ein bisschen Abwechslung zu schaffen im Hörsaal, aber auch durchaus um fachliche Dinge zu vermitteln. Beispiel: Ich teile den Raum in 2 Hälften, ja, Gruppe A, Gruppe B. Und jetzt stelle ich Kopfrechenaufgaben. Und die müsst ihr lösen. Und wer die hat, der steht auf und ruft das Ergebnis. Wenn es richtig ist, kriegt die Gruppe einen Punkt. Total easy. Beispiel: Primfaktorzerlegung, also Zerlegung einer Zahl in ihre Primfaktoren. 15, 3 mal 5, okay, war noch einfach, war ein Test, ja. Gibt keinen Punkt. 72, wird schon ein bisschen schwieriger, kommt aber auch gleich. Und dann 2479. So. Und dann haben Sie erstmal 5 Minuten Ruhe, weil alle rechnen. Ja. Und das Schöne daran ist, ich sage meinen Grundschullehramtsstudenten immer, ihr müsst Kopf rechnen. Warum müsst ihr Kopf rechnen? Naja, ihr werdet später im Unterricht rumlaufen und werdet Schülerergebnisse beurteilen müssen, ob sie richtig oder falsch sind. Da könnt ihr euch nicht neben einen Grundschüler stellen und mit dem Taschenrechner und gucken, ob es richtig ist. Ne? Ihr müsst im Kopf machen relativ schnell. Das heißt, ihr müsst Kopfrechnen üben. Macht aber keiner. In dem Kontext funktioniert das wunderbar. Da wird ihr noch deutlich, wie langsam sie sind. Ja, um sozusagen sich nochmal zu optimieren und zu verbessern. Das wurde jetzt auch veröffentlicht. Da gehe ich nachher auch noch drauf ein, von Christian Lucius, Jana Spanagel und Christian Spanagel, Hörsaalspiele für Classroom. In dem Kontext von Aktionsforschung und gerade auch Einbindung von
beispielsweise E-Learning, LMAP-Studierenden oder Christina Lutz ist jetzt Doktorandin, kann man natürlich auch sehr viele Erkenntnisse generieren, die man auch mit anderen in der Community austauscht. Und das wäre so ein Beispiel. Anderes Hörsaalspiel, Reihenrotation, das jetzt Jana entwickelt hat, war folgendes. Folgende Situation, man setzt die Studenten alle rechtsbündig sozusagen und immer gleich viele, immer eine Reihe frei zwischendurch. Ja. Also ein einfaches Beispiel, ne? 15 Leute, aber sagen wir mal 10 in jeder Reihe und 10 Reihen oder so. Und dann stellt man eine Aufgabe und nur die am Rand, die dürfen das Ergebnis rufen. Ja. Also beispielsweise er hier, wenn er das richtige Ergebnis gerufen hat, dann passiert Folgendes. So. Die Reihe rotiert, ne? Alle rutschen einen Platz weit und er rennt rum. So, die Reihe, die als erstes komplett einmal rotiert ist, hat gewonnen. Ja, da kommt ein bisschen Action im Hörsaal. Und damit die anderen hier auch beschäftigt sind und nicht nur die am Rand denken, wenn sie das richtige Ergebnis weiß, dann flüstert sie es per stille Post an den Rand weiter. Ja? Und da hat man richtig Aktivität im Hörsaal. Und das eignet sich auch zum Beispiel sehr gut, um mal ja, eine längere Phase von der Diskussion vielleicht mal abzuwechseln und damit man anschließend wieder frisch ist. Oder auch sehr gut, zum Einstieg, dienstags vormittags um 8.15 Uhr, wir machen jetzt Mathematik und wir lassen uns auf Mathematik ein und sozusagen alles zu vergessen und jetzt aktiv zu werden und dann geht's los mit dem eigentlichen Inhalt, ist es ganz gut. So, die Lösung ist also eigentlich, man macht keinen 90-Minuten-Vortrag, sondern man macht eine Unterrichtsskizze für seine 90 Minuten, überlegt sich, in welcher Phase mache ich welche Methode. Und das ist genau das, was ich eigentlich immer wollte, auch in meiner Vorlesung, Studenten zeigen, wie man auch in solchen etwas schwierigeren Situationen mit 200 Studenten vorbildhaft vorgehen kann bei der Durchführung von Unterrichtsaktivitäten. So, was soll das Ganze? Vielleicht nochmal kurz alte Lernzieltaxonomie, aber wird auch schon ein paar Mal aktualisiert und so. Und vielleicht auch keine echte Hierarchie, aber da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist vielleicht nicht ganz so relevant. Es macht trotzdem relativ einfach deutlich, wie Flipped Classroom wirkt, nämlich hier. Studenten bringen sich zu Hause mit Hilfe der Videos auf einen Stand, bei dem sie verstanden haben, worum es geht, vielleicht ein paar Fragen noch haben, aber das Verständnis wird zu Hause hergestellt und dann kommen alle in den Hörsaal und dann finden die höherwertigen Prozesse statt, die dann eigentlich sich auf echte Kompetenzen beziehen und dabei ist man dann anwesend und kann unterstützen und helfen. Das ist die Grundidee. Unter der Annahme, dass zu Hause diese Ebene erreicht wurde. So. Maike Fischer, ebenfalls Studentin E-Learning und Medienbildung, hat in ihrer Masterarbeit das Ganze mal untersucht und hat Studenten auch wieder befragt, also wieder im Sinne von Aktionsforschung, wir gucken mal, wie funktioniert es. Und hast du alle bisherigen als Hausaufgabe aufgegebenen Vorlesungsvideos angeschaut? Die meisten sagen ja. Das Lernen mit Vorlesungsvideos fällt mir leichter als das Lernen in der traditionellen Vorlesung, sagen auch, der Großteil findet es gut. Und diese Diagramme findet man eigentlich in diesem Kontext immer. Ja? Die meisten finden es gut. So. Oder hier, wenn du dich entscheiden könntest, wie soll die Vorlesung weiterlaufen, traditionell oder als Flipped Classroom, sagen die meisten bitte Flipped Classroom. So. Also, könnte man sagen, geschafft. Schulnote, okay, egal. Trotzdem stößt man auch da wieder auf Probleme. Und das ist eigentlich immer so. Ne? Man ist nie fertig. Es gibt immer wieder neue Probleme. Jetzt kommt das Problem, Maike Fischer hat auch qualitativ die Studenten befragt. Und da hat eine Studentin gesagt, da man die Videos daheim anschaut, lässt man sich leicht ablenken und konzentriert sich unter Umständen nicht voll und ganz auf die Videos. Okay, klar, man lässt sich ablenken zu Hause. Facebook, Twitter neben offen und so. Einige Studenten haben gesagt, sie kochen nebenbei. Also wird nebenhin der Laptop gestellt und dann kocht man und hört so mit einem Ohr hin, ja. Und wenn was Wichtiges kommt, dann guckt man mal kurz zur Seite. Das will ich natürlich nicht. Ich will nicht so, dass Mathematik zu Hause so gelernt wird. Also, neues Problem. Wie kann man das angehen? Mit Worksheets. Es ist naiv zu glauben und in diesem Kontext ist es wirklich immer witzig, dass ich immer wieder an die Stelle komme, wo ich denke, was war ich naiv? Ja, also es ist naiv zu glauben, dass man einfach nur Videos zur Verfügung stellt und sagt, jetzt lernt man damit. Das klappt nicht. Sondern man muss gute Aufgaben dazu geben. Also nicht guck das Video, sondern bearbeite diese Aufgabe und dabei hilft dir das Video. So, das ist eine ganz andere Vorstellung. Oder der erste Ansatz war, fülle diese Worksheets aus. Das sind einfach Lückentextskripte, die man sich wirklich ausdruckt und auf Papier nebenhin legt und man guckt das Video und füllt es aus.
Ne? Füllt sozusagen das Worksheet mit den Informationen, die in dem Video genannt werden. Das war ganz gut, das habe ich mir abgeschaut von zwei anderen Personen, die ich in dem Kontext gleich auch mal nennen will, weil sie auch sehr viel mit Flipped Classroom experimentieren. Das ist einmal Jürgen Handke aus Marburg und Jörn Lowischach aus Bielefeld, die seit dem Konzept auch schon seit einigen Jahren experimentieren und die Worksheets hatten. Dann habe ich mich von denen inspirieren lassen, so, ah ja, klar, logisch, brauche Worksheets, ja. Habe ich Worksheets gemacht. Und eine andere Idee ist, was auch in MOOCs jetzt häufig eingesetzt wird, Quizaufgaben zur Selbstüberprüfung. Formatives Self-Assessment sozusagen, dass man anschließend, man hat ein Video geguckt, dann kommt eine Quizaufgabe und die Message ist, löse dieses Quiz und mach erst weiter, wenn du es lösen kannst. Wenn du es nicht lösen kannst, guck nochmal zurück. Problem 6 ist auch aufgetaucht im Kontext, man kann nicht sofort Rückfragen stellen und vergisst diese eventuell bis zur Vorlesung. Man kommt in die Vorlesung und sagt, ah, wer von euch hat Fragen? Und alle sagen, ja, wir hatten Fragen, aber ich habe sie vergessen. Das kann nicht wahr sein, Leute. Schreibt euch die Fragen doch auf. Ja? Muss ich euch denn auch noch sagen, dass ihr euch die Fragen aufschreiben müsst? Ja, muss man, weil selbstgesteuertes Lernen eben doch nicht so funktioniert, wie man es gerne vorstellt. Und insofern muss man insbesondere die Erstsemester da auch ranführen. Wie kann man sie ranführen? Man packt auf das Worksheet einen Bereich, hast du Fragen, schreib sie auf. Ganz einfach. Das, seitdem hat das funktioniert. Ja? So, also Probleme gelöst. Problem 7 ist, als ich sozusagen an der Stelle war, gesagt habe, jetzt funktioniert es, ist von einer ganz anderen Ecke gekommen. Nämlich, mich hat ein befreundeter Kollege aus Weingarten, Peter Bayreuther, angemailt und gesagt, das, was du da mit dem Flipped Classroom machst, ist ja alles schön und gut und so weiter, aber komm, sei mal ehrlich, das ist doch mathematikdidaktisch eigentlich echt schlecht. Ich so, Kulp. nee, das ist nicht schlecht, die Studenten können sich vorbereiten und so. Und da haben wir uns mal getroffen in Weingarten, haben wir mal einen Spaziergang gemacht und dann hat er mir so seinen Kopf umgedreht. Hat gesagt, ja, aber guck mal, was du machst, ist ja Erklärung, Übung, Erklärung, Übung, Erklärung, Übung. Das ist ja voll deduktiv. Ne? Du sagst, du gibst den Studenten das fertige Gebäude der Mathematik und sie sollen es üben. So. Aber eigentlich, und das machen wir doch auch, wenn es um Mathematikdidaktik geht, wenn wir unseren Studenten sagen, wie sie Mathematikunterricht machen sollen, sagen wir doch nicht, du machst einen Lehrervortrag und anschließend wird geübt, sondern schaffe mathematikhaltige Situationen, in denen die Lernenden selbst entdeckend Mathematikkonzepte entwickeln können. Und geh anschließend hin und systematisier es mit ihnen gemeinsam. So dachte ich, oh Gott. Unendlich viele Videos produziert, Worksheets und so weiter und er hat recht, ja. Was kann ich da machen? Wieder geblockt, Flipped Classroom nur ein Übergangsmodell und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Form Video plus Erklärung ein super Katalysator für die Hochschuldidaktik ist, in dem Sinne von Dozenten, die vorher nur dozentenzentriert gearbeitet haben, denken, ah ja, super, nehmen die Videos und finden sie auf einmal eine Situation wieder, wo sie studierendenzentriert arbeiten müssen, weil nämlich 200 Leute im Hörsaal sitzen und warten, dass was passiert. Dann entwickelt man Konzepte und Ideen, wie Studierendenzentrierung funktioniert und irgendwann beginnt man sich an den Videos zu stören. Sagt, ich erkläre immer noch zu viel. Und das könnten sie eigentlich auch selbst entdecken und so weiter. Ne? Also insofern ist es ein ganz gutes Konzept, um auch Studierendenzentrierung mal anzutriggern und dann weiterzumachen. So. Vielleicht da als theoretischer Background, der dann mir wieder eingefallen ist, vor Jahren mal gehört und dann kommen immer wieder so Konzepte hoch und sagt, klar, hätte ich eigentlich wissen können, wie naiv war ich denn? Basismodelle des Lernens. Oser und Bereswil haben ganz unterschiedliche Lernprozesse kategorisiert. Es gibt Problemlösen, Begriffslernen, Strategielernen und so weiter. Und die sind alle strukturell unterschiedlich. Also hier sind so zwei Strukturen, ne? Flipped Classroom geht davon aus, dass am Anfang immer eine Erklärung steht. Das ist falsch. Das ist auch in der Mathematik vollkommen falsch. Wenn man beispielsweise mal Begriffslernen nimmt, ne, dann ist es viel besser, wenn die Studierenden lernen, erstmal Objekte kriegen, nämlich Begriffsbeispiele und Gegenbeispiele oder zu verschiedenen Begriffskategorien Objekte und die mal sortieren. Und argumentieren müssen, wie habe ich sortiert, warum habe ich sortiert, was waren die Kriterien und so weiter. Und anschließend systematisiert man dann. Aber da kann ich kein Erklärvideo am Anfang gebrauchen. So, zeitgleich ist was vollkommen anderes passiert. Also es war tiefe Krise. Ja? Tiefe Krise und
herausgeholfen, hat mir sozusagen einerseits das Stifterverband und Iversity und auf der anderen Seite mein Kollege Michael Gieding, mit dem ich auch in intensiven mathematikdidaktischen Diskussionen immer stecke und der, mit dem ich gemeinsam aufgrund dieser Ausschreibung einen MOOC konzipieren konnte und bei dem ich auch viel gelernt habe, wie man hochschuldidaktisch Mathematik gut gestalten kann. Ja, das war das Team zum Mathe-MOOC. Also wir haben Geld bekommen vom Stifterverband in Kooperation mit Iversity, um einen MOOC zu produzieren. Ein Massive Open Online Course, der sich erstmal richtet an Personen außerhalb der Hochschule. Irgendjemanden, der interessiert ist, Mathe zu machen. Ja? Und unsere Idee war, okay, wir machen einen Mathe-MOOC, was in der Regel aus Video plus Quiz plus Übung besteht. Also genau dieses Konzept, an dem ich mich gerade gestört habe. Und dann dachten wir, okay, wir könnten das ja machen und zusätzlich auch für unsere eigenen Lernenden einsetzen. Also die Idee war, wir machen einen MOOC, produzieren neue Materialien und die setze ich auch im Flipped Classroom ein. Und das war jetzt die Chance, Materialien so zu produzieren, dass sie anders funktionieren als Erklärung plus Übung. Nämlich, wir hatten ein ganz anderes Problem in diesem Kontext, Diversität. Wir hatten ganz unterschiedliche Teilnehmer. Wenn man jetzt so einen Kurs online macht und sagt, hey, macht alle Mathe, das hängt natürlich irgendwo vom Vorwissen ab. Das sind jetzt Leute, die haben Hauptschulabschluss oder Hauptschüler, die mitmachen wollen, ja, oder Rentnerinnen, Rentner, Mathematik-Doktoranden und so. Also wir haben ein Riesenspektrum, ja. Wie kann man unterstützen? Deswegen haben wir verschiedene Mitmachlevel erfunden. Das waren die Kiebitzer. Kiebitzer sind diejenigen, die einfach noch mal kurz reingucken wollen. Das sind diejenigen, die man oft bei MOOCs bezeichnet als die Aussteiger, die Abbrecher und so weiter. Aber die vielleicht nie wirklich die Intention hatten, bis zum Ende zu kommen, sondern die sagen, ich will mal reingucken. Das sind die Kiebitzer, die wollen wir irgendwie bedienen ein bisschen. Ne? Dann die Anpacker, das sind diejenigen, die sagen, hey, ich will was tun, aber bitte nicht zu viel Formeln. Ich will Aufgaben lösen, aber ohne Symbole, muss man platt so sagen. Und dann kommen die Formalisierer, die müssen das noch auf eine formale Ebene heben, das sind natürlich unsere Studenten. Ne? Die müssen sozusagen alles machen. So. Und das war natürlich eine Herausforderung, die zu bedienen, aber relativ auch eigentlich eine recht mathematikdidaktische, weil man natürlich, weil Symbole, Abstraktionen immer am Ende steht und man erstmal mit konkreten Dingen arbeiten muss und aus den konkreten Dingen heraus sich dann aus den Tätigkeiten sich die Abstraktionen entwickeln. EIS-Prinzip gibt es da, gibt es verschiedene mathematikdidaktische Prinzipien, die das besagen. So, Lösung 8 und 9 war komplettes Redesign. Wir sind komplett über die Materialien, über die Veranstaltungen rübergegangen und haben Folgendes gemacht. Einen aufgabenbasierten Flipped Classroom, also im Sinne von Vorbereitung ist die Aufgabe zentral, nicht das Erklärvideo. Da hat auch Joshua Weidlich, ebenfalls ein E-Learning- und Medienbildungsstudent, eine Masterarbeit dazu gemacht, wo wir das entwickelt haben. Mehr Discovery Learning, stärker induktives Vorgehen. Prozessorientierung war wichtig, die Studenten sollen lernen zu definieren beispielsweise. In der Mathematik ist es oft so, in Vorlesungen gibt man die Definition vor. Definition, Satz, Beweis, Satz, Beweis. Keiner sagt, wie man eigentlich definiert. Wir wollten sozusagen diese mathematischen Prozesse stärker in den Blick nehmen. Berücksichtigung mathematikdidaktischer Prinzipien und von Diversität. Dabei herausgekommen ist der Mathe-MOOC. Und jetzt möchte ich mal ein Video zeigen, das komplett anders ist als das, was ihr vorhin gesehen habt mit diesem Vorlesungsvideo. Und das sollte doch mal einen Eindruck vermitteln, wie wir hier vorgegangen sind. Ja, wo sind wir hier? Na, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Genau, wir sind hier mitten in Mannheim und befragen die Leute nach, was ist ein Cappuccino? Ein heißes Getränk. Ein Kaffeegetränk. Cappuccino is very nice. With milk and coffee and cream. Ist eine Kaffeeart, oder? Was für eine Kaffeeart? Ich trinke selber eigentlich keinen Kaffee, also müsste ich das eigentlich auch nicht wissen, oder? Meine Frau trinkt das immer. Irgendwie geschäumte Milch mit Kakao, irgendwie so mit Kakaopulver drauf. Ein Kaffee mit Milch und also Espresso. Also Espresso mit Milch? Ja, aufgeschäumter Milch. Espresso mit Milchschaum. Espresso mit Milchschaum, genau. Espresso mit Milchschaum, also ist ein Latte Macchiato auch ein Cappuccino? Nein, es kommt auf das Verhältnis an. Auf die Reihenfolge. Und auf die Reihenfolge. Okay. Also was ist ein Cappuccino? Cappuccino erst Kaffee, dann Milch. Und Latte Macchiato ist andersrum. Genau. Mit dem wir uns im Herzen Heidelberg verloren. Ja. Ist denn ein Latte Macchiato auch ein Cappuccino? Nein, das ist ein geschäumte Milch mit Espresso drin. Was genau ist ein Espresso? Das ist ein unter hohem Druck gefertigter Kaffee. Was ein Cappuccino ist, was sehr Leckeres.
hat einen Hauch von Urlaub, einen Hauch von Italien, was sehr schön ist. Es geht auf der Zunge. Also ist sozusagen ein Caipirinha auch ein Cappuccino? Nein, ist es nicht. Das aber hat mehr Würze. Aber ist auch sehr lecker und schmeckt genauso gut. Das ist salziger, das andere ist cremiger. Das hat mehr irgendwie Leidenschaft. Das andere hat mehr Rhythmus. Also es muss cremiger sein. Also es ist eine Sahnetorte, ein Cappuccino. Das könnte schon in die Richtung gehen. Ja. Okay. Herzlichen Dank. Ja. So, also erstmal an der Stelle großen Dank an Lutz Berger, der diese Videos grandios produziert hat. Ja, der war mit im Team gewesen und wir sind so dankbar, dass er da mitgemacht hat, weil er hat wirklich sozusagen die Seele dieser Videos ist Lutz Berger. Ja. Das ist total schön, so ein Video zu haben jetzt. Und klar, natürlich wollten wir damit erst in der Linie die Kiebitze ansprechen. Ne, da haben die was zu sehen und so und dann ist gut. Die Anpacker, die konnten sich damit jetzt befassen, das ist eigentlich ein Cappuccino. Und an diesem Prozess kann man Mathematik Prozesse deutlich machen. Ne? Was ist ein Cappuccino? Ja, ein heißes Getränk. Okay, das ist vielleicht eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Ne? Was wäre eine hinreichende Bedingung für Cappuccino? Oder, um Cappuccino zu definieren, muss ich sagen, okay, das ist ein Espresso mit aufgeschäumter Milch. Okay, was ist ein Espresso? Ach so, ja, also ein Espresso ist und so weiter. Da muss ich also sozusagen die Begriffshierarchien aufdröseln. Ja, also das sind mathematische Prozesse, die auch Anpackern deutlich werden. Und natürlich müssen dann die Studenten als Formalisierer dann auch auf die formale Ebene gehen. Ich habe noch ein zweites Video mitgebracht, das jetzt noch eher zeigt, wie dann auch hier diese mathematischen Prozesse in Mathematikkontexten ablaufen. Ja, Jana, Mathematiker sitzen ja nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und denken nur rum. Nee, sondern sie experimentieren auch noch gerne und probieren Sachen aus. Ja, und genau das wollen wir jetzt mal machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Nämlich mit? Quadraten. Ja, wir haben jetzt hier ganz viele kleine Quadrate. Daraus könnte man doch mal ein größeres Quadrat legen, so 3x3 zum Beispiel. Ja, machen wir mal 3x3 Quadrat. Mhm. Also, jetzt können wir noch ein zweites Quadrat legen. Irgendeins. Ja? 2x2? 2x2. Okay. Okay. Jetzt folgende Aufgabe. Schafft man es, die beiden Quadrate zusammenzulegen zu einem größeren Quadrat und alle Teile zu verwenden? Also keins darf übrig bleiben und wir dürfen auch kein zusätzliches mehr dazu nehmen. Probieren wir mal. Genau. Versuchen wir es doch mal drumherum zu basteln. So. Nee. Geht auch nicht. Da bleibt immer was übrig, ne? Ist auch kein Quadrat, ist ein Rechteck. Nee. Okay, dann nehmen wir mal zwei andere Quadrate. Genau. Okay, jetzt haben wir zwei andere Quadrate gelegt, ne? Vielleicht klappt es ja damit. Ja, jetzt haben wir ein 4x4. Und ein 2x2. Okay. Jetzt haben wir wieder ein Rechteck, aber kein Quadrat. Ja. Okay, da brauchen wir zwei andere Quadrate. Okay, jetzt haben wir 3x3 und 4x4. Vielleicht klappt es ja jetzt. Okay, lass es uns versuchen. Ah, jetzt hat es geklappt. Super. Woran liegt das nur? Tja, und gibt es noch weitere Möglichkeiten? Ja, das ist deine Aufgabe jetzt. Finde weitere Quadrate, die zusammengelegt wieder ein größeres Quadrat ergeben. Dafür kannst du dir entweder auch Quadrate basteln, wie wir hier, oder, wenn dir das zu aufwendig ist, das ganz einfach auf Karo-Papier nachmachen. Ja, wie viele solcher Quadrate kannst du denn finden? Vielleicht gibt es ja unendlich viele. Wer weiß. Okay, viel Spaß beim Ausprobieren. Also, Grundschullehramt, ne? Das sind Tätigkeiten, die natürlich auch Grundschüler machen können, aber wir gehen da weit über hinaus. Also, man könnte jetzt den Eindruck haben, okay, was machen die denn da? Der Ansatz war natürlich, dass die Anpacker diese Aufgaben in dieser Form lösen können, ja, also rein mit an Beispielen, dass aber die Studenten darüber hinausgehen und dann versuchen, das zu formalisieren. Also, welche Struktur haben denn
die Quadrate, die so zueinander passen? Kann man das in Formeln fassen? Und gibt es unendlich viele? Das kann man auch innermathematisch dann argumentieren. Und dazu braucht man Symbole und Formeln. Ja? Das war also eine relativ offene Aufgabe, bei dem man dann so weit kommen kann und gehen kann, wie weit man eben kommt. Ne? Und komplett anders zu früher. Früher hätte ich mich hingestellt und gesagt, ja, also wir definieren mal pythagoreisches Zahlentrippel. Ein Zahlentrippel ABC sei ein pythagoreisches Zahlentrippel, wenn gilt und so weiter. Ne? Und da gibt es Formeln, wie man die alle berechnen kann und dann kann man das üben. Aber das ist ja nicht Mathematik treiben, sondern das ist Mathematik treiben. Also hier versuchen, die Strukturen zu erkennen und dann selbst zu formalisieren und vielleicht sogar was darin zu beweisen. So, die Idee war, dass Studenten gemeinsam Lösungen entwickeln. Hier in dem MOOC online gibt es die Möglichkeit, auch Sachen einzustellen. Da wurden dann hier Zeichnungen hochgeladen als Bild oder hier mit LaTeX wurden dann so Texte geschrieben oder manche haben auch Tabellenkalkulationen verwendet, um hier alle zu finden. Also man sieht wirklich, die Teilnehmer waren aktiv dabei, diese Dinge zu finden, haben auch online ihre Sachen eingetragen. Ein Problem allerdings dabei ist, es passiert nicht genug. Wie man kennt, man von Online-Foren, die Aktivität ist relativ gering. Wenn wir Masse von Leuten haben, also wenn wir 6.000 Teilnehmer haben, dann diskutieren 20 online, aber eigentlich haben wir natürlich gerne mehr Aktivität. Das haben Elisa Kühl und Verena Öhl rausgefunden, auch LMAP-Studiengang. Und zwar haben sie rausgefunden, ja gut, die MOOC-Teilnehmer stellen ihre Fragen online nicht. Und zwar 51% geben an, dass sie dazu keine Lust haben. Okay, wer keine Lust hat, der soll es lassen. Kann ich verstehen, wenn man im Kiebitz ist oder so, da will man das vielleicht auch gar nicht. Aber 32% trauen sich nicht. Es gibt irgendwie Hürden. Ja? Und jetzt versuchen wir gerade, dieses Problem anzugehen mit Impro-Methoden. Christian Freisleben, Deutscher, habe ich kennengelernt, der ist Impro-Künstler und wir haben die Idee entwickelt, hey, es wäre doch cool, die Leute dazu zu bewegen, aufeinander einzugehen, indem wir Impro-Methoden einsetzen. Beispielsweise ist eine Impro-Methode das ABC-Wort für Wortspiel, also dass man jemand sagt ein Wort, das beginnt mit A, der nächste muss darauf eingehen und wieder ein Wort nennen, das mit B beginnt, C, D und so weiter, sodass man gezwungen ist, aufeinander auf den Beitrag des Vorhergehenden einzugehen. Oder man sagt, ah, ich finde, man sollte mal untersuchen, die mathematisch die Haarlänge von Christian Spannagel und dann sagt der nächste, ja, genau. Und darüber hinaus noch das, und der nächste, ja, genau, und darüber hinaus noch das, also dass man dem anderen übertrieben zustimmt, aber dann noch was hinzufügt. Ja? Und dass man durch so Methoden lernt, online aufeinander einzugehen, um das, dieses Feeling, diese Atmosphäre dann auch zu übertragen auf die anderen Aufgaben. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Ja, Evaluation der Videos, Masterarbeit von Sotti Christolopoulos, ebenfalls E-Learning und Medienbildung, der festgestellt hat, also die Studenten finden... Ja, genau. Die Videos mit anschaulichen Materialien finden die Studenten am besten. Also das kommt gut an. Also auch hier wieder richtig gemacht. Auch von der Gesamtheit der Befragten mit eher zutreffend bezeichnet, die Videos sind abwechslungsreich und die Videos motivieren mich zur Beschäftigung mit den Inhalten. So, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ich komme gleich zum Ende, es gibt die nächsten Probleme. Das nächste Problem ist, die Mehrheit der Befragten fordern Videos zu Lösungswegen. Jetzt würde ich sagen, hey, also das sind doch... Entdeckungsaufgaben, offene Aufgaben. Es wäre schade, wenn ich auch eine Musterlösung vorgebe. Ne? Aber die Studenten fühlen sich unsicher. Ich habe neulich eine E-Mail, das ist gerade ganz frisch, am letzte Woche eine E-Mail einer Studentin bekommen, die gesagt hat, sie war immer gut in Mathe und sie kann mit diesem Konzept überhaupt nicht umgehen und sie überlegt gerade, das Fach zu wechseln. Oh Gott, ja, da steht man so da, um Gottes Willen. Ja? Nein, nicht wechseln, ja? Du bist genau richtig hier. Und dann haben wir diskutiert und dann wurde klar, es besteht große Unsicherheit bei diesem offenen Entdeckungskonzept, weil man irgendwas gerne hätte, woran man sich festhalten kann. Ja? Natürlich gibt es auch Lösungen zu bestimmten Aufgaben, aber nicht zu allen. Und ja, da diskutieren wir jetzt gerade seit einer Woche dazu. Und was sozusagen unserem Konzept, was noch nicht gut ist, ist die Unterstützung der Entwicklung der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung in Mathematik. Ne? Wir überfordern die Studenten teilweise damit, weil sie das auch nicht gewöhnt sind. Wir müssen sie da eigentlich noch ein Stück weit mehr begleiten. Und ja, Flow-Theorie sagt unter anderem auch, dass man eben den Schwierigkeitsgrad so wählen sollte, dass man das nicht zu leicht ist und nicht zu schwer, sondern dass man gerade auf seinem Level ist und Erfolgserlebnisse hat und durch diese Erfolgserlebnisse weiterkommt. Und die Studenten momentan empfinden keine Erfolgserlebnisse, sondern eher Misserfolgserlebnisse. Sie kommen nicht zum Ergebnis. Und deswegen sind die Ideen des Konzepts besser erläutern am Anfang. Lernen versus Leistungsaufgaben klar zu unterscheiden, sagen, das ist eine Lern- ist eine Entdeckungsaufgabe, kommt nicht in der Klausur dran, aber das ist wichtig, um zu lernen. Und diese Aufgabe ist eine Leistungsaufgabe, dafür gibt es Musterlösungen. Und die Frage auch, steht im Raum, ob Klausur das angemessene,
Assessment-Instrument am Ende ist. Weil die Angst vor der Klausur ist so groß. Okay. Ups, da unten kommt irgendwie keine Angst vor Misserfolgen. Okay, ist irgendwie fälschlicherweise jetzt sofort da. Egal. Ja, ein paar Tipps und Tricks abschließend. Weblog ist super für Reflexion und Diskurs. Also Weblog habe ich für mich persönlich als extrem gutes Medium rausgefunden oder kennengelernt, um eigene Erfolge und Misserfolge zu reflektieren und mit anderen zu diskutieren, im Sinne von Open Science. Dann regelmäßige studentische Evaluationen durchführen, ist klar. Studentische Projekte anknüpfen, LMAP, also in unserem Fall haben wir jetzt hier E-Learning, Medienbildung, Forschungs- und Anwendungsprojekte im Bereich ja, digitaler Medien, E-Learning. Dann Bildungswissenschaftsstudiengang, Master, Forschungsprojekte oder Masterarbeiten. Ist super, die dann anzubinden und in diesen Aktionsforschungsprozessen, der jedes Semester wiederkommt, immer neue Dinge in den Blick zu nehmen und mit wissenschaftlichen Methoden zu erforschen. Dokumentation und Austausch ist wichtig, also mittlerweile haben wir es geschafft, dass auch sogar Studenten, die Masterarbeiten gemacht haben, Maike Fischer, Joshua Weidlich, mit mir gemeinsam auf Konferenzen waren, das vorgestellt haben, dass Publikationen dabei rausgekommen sind, was natürlich auch für die Studenten dann extrem gut ist. Und Lust an Experimenten sollte man haben und keine Angst vor Misserfolgen, ganz wichtig. Nächste Schritte in unserem Kontext sind jetzt Lösung Problem 11 angehen, also das, was die Studentin jetzt hatte. Dann läuft gerade ein LMAP-Forschungsprojekt zu Aufgabentypen. Ariane Hussi und Steven Schumacher erforschen das jetzt gerade. Christian Freisleben-Teutscher beschäftigt sich gerade mit Impro-Methoden. Christina Lucius guckt sich Hörsaalspiele näher an. Dann gibt es das Projekt Flip Your Class. Das ist ein Projekt mit drei Berliner Schulen, die das Konzept sozusagen im Kontext von Schule untersuchen sollen. In Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung und Sofa-Tutor beschäftigt sich gerade Julia Müther damit, die ehemals Julia Werner eben genau in dem E-Learning-Studiengang damals bereits angefangen hat, sich mit dem Thema zu befassen. Und Promotionskolleg Professionalisierung im Lehrberuf haben wir ein Teilprojekt Digitale Medien im Unterricht. Da geht es darum, Lehrerinnen zu coachen beim Einsatz digitaler Medien und da auch entsprechende Haltungen zu entwickeln, also positive Haltung gegenüber dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Unter anderem ein Beispiel Flip Classroom und das macht Simone Dinse de Salas. Ja, wer dafür noch interessiert ist, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wir haben eine Website, die Playgroup Heidelberg, ist meine Forschungsgruppe, bei der wir uns unter anderem mit Flip Classroom beschäftigen, aber auch mit vielen anderen Dingen, Gamification und so weiter. Auf dem Link hier schauen und ganz wichtig, das ist sozusagen der Knaller am Schluss, ich habe den Vortrag hier aufgezeichnet gerade, ne? Was ich aber gemerkt habe, ich habe so ein Mikro verkabelt und so weiter. Das ist auch im Sinne von Flipped Classroom eine total super Sache. Ich muss diesen Vortrag nie wieder halten. Ja? Ich habe den jetzt einmal aufgezeichnet, sozusagen live vor Publikum. Das merkt man auch, das kommt bei diesen Aufzeichnungen gut rüber. Wird nachher abgespeichert, auf YouTube hochgeladen und dann hier zur Verfügung gestellt. Das heißt, wer heute nicht anwesend sein konnte oder wenn ihr was nicht verstanden habt, könnt ihr gerne zu Hause nochmal reingucken. Genau. Okay. Die Veröffentlichung, die Folien stelle ich auch zur Verfügung, deswegen habe ich die ganzen Veröffentlichungen hier aufgeführt, die entstanden sind im Kontext. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn es noch Fragen gibt, können wir jetzt noch Fragen klären. Danke. So. Ja. Ja, ich wiederhole die Frage wegen der Aufzeichnung, genau. Die haben ja diese Mehrheit der Betroffenen ja. gebraucht, die Lösungsstrategien ja. und haben eben unsicher, ob das wirklich verstanden hatte. Das hätte man damit ja umgangen, wenn man es dann wiederum im Hörsaal nachbereitet. Oder? Ja, also die Frage ist, wenn man den MOOC hat und die ganzen Online-Materialien, ich wiederhole mal die Frage, braucht man überhaupt sozusagen die Präsenzveranstaltung oder braucht man die Materialien, wenn man die Präsenzveranstaltung hat? Man braucht beides, weil man in der Regel in der Präsenzveranstaltung nur bestimmte Dinge aufgreifen kann und nur einzelne Aufgaben besprechen kann, aber nicht alle. Und zu bestimmten Aufgaben, vielleicht auch zu den einfachen, zu denen man dann nicht im Hörsaal kommt, brauchen bestimmte Studierende auch eine Musterlösung. Und die Idee ist, dass man jetzt auch nicht einfach nur eine Lösung produziert, sondern dass wir produzieren Lösungsvideos. Das heißt, ich setze mich zu Hause hin mit meinem Tablet und also auch eine Empfehlung für alle, die sowas schnell produzieren wollen, iPad plus Plus Explain Everything als Tool kann man sich hinsetzen und einfach aufzeichnen. Man schreibt die Lösung auf, nimmt es als Video auf, lädt es auf YouTube hoch und fertig. Also man braucht diese Videos einfach, um flexibler noch auch die Lösungsprozesse für die Studenten zugreifbar zu machen. Man braucht aber natürlich auch die Präsenzphase.
ganz wichtig, in dem Kontext wird immer vermutet, auch wir haben jetzt Videos und so weiter, Dozenz aufgenommen, wir können SWS einsparen, Deputat einsparen und so weiter und das Ganze als kostensparendes Modell fahren. Das ist nicht die Idee von Flipped Classroom. Flipped Classroom ist nicht Online-Lernen, nicht Video-Lernen und so weiter, sondern die Idee von Flipped Classroom ist, die Präsenzphase zu befreien von Vortragsanteilen. Und wie schafft man das am einfachsten? Video. Also Video raus, dann ist man los und dann kann man endlich die Präsenzphase für das nutzen, wofür man sie nutzen will, nämlich für den Austausch. Und das wäre sozusagen absurd, deswegen sage ich es auch so deutlich, auch wenn Sie das jetzt nicht gemeint haben, aber ich sage es so deutlich, damit es auch da drin ist. Es wäre absurd, die Präsenzphase wegfallen zu lassen, weil es genau um die geht. Und der Nachteil bei den MOOC-Teilnehmern, bei den Online-Teilnehmern ist natürlich, dass sie keine Präsenzphase haben und das merkt man auch. Also die fehlt denen. Ja, und ich glaube nicht, dass wir im Hochschulkontext durch diese Entwicklungen auf Präsenzphasen verzichten können. Im Gegenteil, uns wird vielleicht die Bedeutung von Präsenzphasen noch deutlicher und wir können die eher kultivieren. Wir sind ja Präsenzhochschule und gegenüber Fernhochschulen und Online-Studiengängen und so weiter haben wir genau das als Vorteil und müssen das kultivieren. Und dabei helfen uns Videos und Flipped Classroom. Ja. Also Studierende durch Cloud-Versionen, Skype oder so, Skype plus, also wir machen zum Beispiel, ich mache Prezi plus Skype, dass die lernen, sich im Netz digital auch direkt face-to-face zu kommunizieren. Ja. Also den Grundgedanken beizubehalten und sie daran zu gewöhnen, dass sie digital auch in Gruppen arbeiten können. Und ich die Möglichkeit habe, weil es in der Cloud ist, jederzeit auch diesen Prozess zu begleiten. Aber die Minerva-Leute, die haben das noch super, also noch viel, viel toller weiterentwickelt, Wo du denkst, boah, also die, genau, die Frage ist, ich wiederhole wieder die Frage, es gibt die Möglichkeit durch Online-Synchronarbeit und Tools wie Skype oder Twitler beispielsweise, ist ein Tool, wo man auch sehr schön Whiteboard-mäßig zusammenarbeiten kann, Prezi, keine Ahnung genau, das aufzufangen, diese fehlende Präsenz. Weiß ich nicht, kann sein, dass man in Zukunft vielleicht mehr zu solchen Modellen übergeht, aber ich glaube nicht, dass das ein Ersatz ist. Also gerade in der Mathematik ist es schwer, wirklich einen Ersatz zu finden von, ich habe hier eine Lösung und es kommt jemand vorbei und schaut mal drüber und sagt, guck mal, hier könntest du es so und so machen. Natürlich ist das alles theoretisch online abbildbar. Und es geht in irgendeiner Weise auch was Soziales verloren. Also das soziale Zusammenkommen im selben Raum, also in einem physischen Raum zusammenzukommen und gemeinsam zu lernen und gemeinsam auch mit Mimik und Gestik und alles, also den ganzen Sinnesbereich, den wir hier haben, wenn wir hier miteinander sitzen, das ist noch bei weitem nicht online in der Form abgebildet. Also vielleicht kann man die Kommunikation auf rein inhaltlicher Ebene gestalten, aber irgendwo geht doch ein Stück weit Menschliches dabei verloren. Insofern glaube ich, dass wir damit in naher Zukunft nicht weiterkommen. Vielleicht schaffen wir das irgendwann mal durch 3D-Hologramme oder was weiß ich, ja. Aber momentan, glaube ich, ist das noch immer so eine abgespeckte, verkümmerte Form der Kooperation. Ja, das. Also, top Vortrag, ich bin ganz begeistert. Und ich bin vor allem begeistert, dass das Bild da gerade stehen geblieben ist. Ja. Du hast ja am Anfang die Anzahl deiner Studierenden erwähnt, das sind so 200, so viel sind es auch bei mir ungefähr. Und mit 200 Leuten sitzt man in genau so einem Raum. Ja. Und da wird das schwierig mit der Gruppenarbeit, weil man nebeneinander sitzt und nicht um einen runden Tisch oder so. Und es wird auch schwierig, sich um die Gruppen zu kümmern, die so in der Mitte sitzen. Genau.
Die Frage ist, genau, bei so einem Raum, bei diesem Hörsaal, wie kann man sich um alle kümmern oder wie kann man auch um die kümmern, die in der Mitte sitzen? Genau. Ich habe nicht immer 200, ich hatte auch mal 50 oder 100 und so weiter, da sitzen sie ein bisschen luftiger. Also da komme ich tatsächlich zu allen. Zurzeit habe ich ca. 200 bis 250 in dem Raum sitzen, ich komme nicht zu denen in der Mitte. Das ist einfach so. Ja, ich habe jetzt auch wieder ein Modell abgeschaut bei Jürgen Handke. Ich habe noch 3 Tutoren mit im Raum. Das heißt, bei so Arbeitsphasen schwärmen wir sozusagen aus und versuchen parallel zu betreuen, aber in die Mitte kommt man nicht. Und das ist wirklich ein Problem. Ja. Eigentlich ist dieses Raumkonzept total bescheuert. Ja. Und eigentlich müsste man Räume ändern. Und das war so ein Thema, das war ein Thema von der GMW-Tagung in diesem Jahr auch, Lernräume gestalten, online und offline. Und das wird für mich jetzt auch immer wichtiger, also einfach diese Metapher im Kopf zu haben, wir lernen gemeinsam in Räumen, in physischen Räumen, in Lernräumen, online und so weiter. Und die Gestaltung des Raumes wirkt wesentlich auf die Lernprozesse. Und das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Also das können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Und wenn jemand irgendwie nochmal Räume baut, in denen irgendwie 200 Leute zusammen gleichzeitig lernen sollen, können wir uns auch fragen, ist das auch sinnvoll eigentlich, dann müssen andere Raumkonzepte her. Ja. Architekturstudiengänge, ja. Lernräume. Ah ja. Also eigene Architekturstudiengänge, Lernräume gestalten. Mhm.